So, herzlich willkommen. Da sind wir wieder zurück für das vierte Rennen der WTCC. Ja. Jetzt sehen wir hier die Autos, wie sie wieder auf ihre Startposition für die Einführungsrunde fahren. Ja, es geht jetzt wir sind jetzt gerade in der Recon Lab, also hier in der WTCC-Meisterschaft ist es so, es gibt eine Recon Lab und dann geht's in die Startaufstellung, dann gibt's eine Warm-Up Lab und dann geht's los. Oder war das so, dass nicht eins wegfiel? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, im Prinzip. Da haben wir das noch. Nee, eine Runde fahren die Autos jetzt von der Box in ihre Startposition. Anschließend gibt's eine Einführungsrunde. Und wenn dann die Autos in den Startpositionen stehen, dann geht's mit dem richtigen Rennen los. Richtig, so war das doch, wollte ich gerade schon sagen. Ja, Startposition 1 bis 10 in umgekehrter Reihenfolge von dem Zieleinlauf von Rennen Nummer 3. Heißt also, der Erstplatzierte startet jetzt auf 10 und der 10-Platzierte startet jetzt auf der 1. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ein schöner Kurs. Ja, wir würden viele 180 Grad. Ja, Understop halt. Ich würde sagen, wir gehen mal die Startaufstellung durch. Aber die ist so noch nicht ganz. Doch, die ist korrekt. Also gucken wir mal die Startaufstellung, während die Fahrzeuge sich noch kreuz und quer in der Recon Lab befinden. Aber schauen wir mal durch. Foxfire auf der 1 startet hier mit seinem Honda Accord von der Pole Position, hatte vorhin die 10. Position am Ende des dritten Laufes, das heißt 4. Lauf, Startplatz 1. Auf der 2 BOS Emma der Helge, hier ebenfalls Honda Accord, also Doppelpole für die Hondas. Auf der 3 GRL Sven Heine, so, wenn er den Speed von Lauf 3 beibehält, dann wäre hier gut mit von der Partie beim vierten Lauf. Degen auf der 4 direkt dahinter, auf der 5 BOS Andy, auf der 6 Alexander Meuche, auf der 7 She, auf der 8 Sven 80, auf der 9 Executioner, auf der 10 Scooter One, der gerade den dritten Lauf gewonnen hat. Das sind ja wie gesagt drei Läufe zusammen für Zuschauer, die vielleicht gerade nicht wissen, wie das hier abgeht. Lothar auf der 11, alle anderen nämlich auf dem Startplatz, wie sie gerade beim dritten Lauf ins Ziel gekommen sind. Das heißt, Lothar ist als 11. ins Ziel gekommen, startet demnach auch von Position 11. Auf der 12 NRL Pacecar, auf der 13 Jörg Vogel, auf der 14 Luck, auf der 15 Peter Grau, 16. BOS Maxa, 17 Butze, 18 Mirko, 19 Sven Pazanka, 20 Mike Gerke. Drauf sind Frenzen-Fan zum Beispiel nicht mehr dabei. Jetzt geht's hier in die Warm-Up-Runde. Ja, keiner fährt schlank, die Reifentemperatur zu bringen. Lediglich Sven 80. Ja, eigentlich bringt das nicht viel. Die Bremsen vielleicht ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Ja, also die Bremsen muss man schon auf Temperatur bringen. Bei den Reifen ist das nicht ganz so wichtig. Ich meine, hier bei zwei Runden, die man hier fährt vor dem eigentlichen Rennen, wichtig ist es eigentlich nur genug Sprit mitzunehmen. Aber ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Außer Helge, der ist ja in Adelaide stehen geblieben vor der Startziel. In der letzten Runde hat eigentlich nur noch, weiß nicht, haben nur noch 50 Meter gefehlt, dann wäre er auch ins Ziel gerollt. Aber hat nicht sollen sein. Wahrscheinlich. Ja, also das wird ihm wahrscheinlich eine Lehre gewesen sein und das passiert ihm kein zweites Mal. Aber er jetzt auch schon in der dritten Saison dabei, soweit ich weiß. Und ja, wieder starkes Ergebnis für ihn. Jetzt hier im Honda.
startet er von der zweiten Position, immerhin. Bin mal gespannt, was Sven Heine macht. Dass Sven Heine, Peter Grau neu dabei bei der WTCC hier in der ersten Saison 2010, der insgesamt dritten Saison der WTCC von den Bullets on Suite. Seine Geheimfavorit dieser Saison, abgesehen von Scooter One und Degen, ist Alexander Meuche auf der sechsten Position, der schon in der letzten Saison starkes Rennen gezeigt hat, beziehungsweise schon in der ersten Saison, als er mit dem Chevrolet sehr gut unterwegs war, in der zweiten Saison dann im Seat, der nicht ganz unterlegen war wie der Chevy, wobei die Chevys jetzt hier in der dritten Saison stärker sind. Aber Alexander Meuche jetzt im BMW, Teamkollege von Degen und gilt auch zu Recht als Titelfavorit. So, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Start. Ampel geht auf Rot. Und Start. Und Start zum vierten Lauf. Hier in Andersdorp. Kam aber alles nur. Das Sven 80, der kam da nicht gut weg. Oder war das Mirko? Irgendein grünes Fahrzeug, ich glaube Mirko war das, ganz weit hinten. Aber vorne kann Sven Heine sich die Führung ergattern. Super Start, ist vorbeigegangen an Foxfire und Helge verliert mal mächtig Plätze. Degen und Alexander Meuche sind da dran an Foxfire und zumindest Degen geht da jetzt erstmal vorbei. Jörg Vogel hinten, Kollision. Peter Grau nicht mehr auf der Strecke, sondern weit abseits der Strecke, was auch immer da passiert ist. Also, da gab es auch eine Kollision. Schauen wir erstmal vorne, Sven Heine kann sich absetzen. Ja, aber wiederum macht er auch Druck auf Alexander Meuche. Also vorne Sven Heine, dann Degen. Die beiden haben ein bisschen Luft an Alexander Meuche. Foxfire, Shea auf der 5, auf der 6 immer der Helge. Der hat ordentlich Plätze verloren. Jetzt hier im Drift in der Kurve Sven 80, Executioner und Andy. Sven, Andy und Executioner jetzt zu dritt. Das kann nicht gut gehen und das geht auch nicht gut. Und Sven 80, boah, fliegt ab. Aber sowas von neben der Strecke jetzt. Also das habe ich kommen sehen, ganz weit innen. Das passt nicht. Nee, wenn drei Leute nebeneinander versuchen anzubremsen und jeder später bremsen will wie der andere, das kann nicht gut gehen. Dementsprechend geht das auch nicht gut. Nicht für alle, aber zumindest für zwei, statt für einen. Scooter One jetzt schon auf der achten Position vor. Also hat schon zwei Positionen wieder gut gemacht. Andy auf der 9 und Lothar auf der 10. Andy gerade hier in dem Unfall verwickelt. Mike Gerke hat Pacecar im Nacken. Mal gucken, ob Pacecar in diesem Rennen auch wieder vorne mitmischen kann. Hinten Max sah ein bisschen neben der Strecke, ist nicht sein Rennen. Und Sven 80 zurückgefallen auf die 17. Position, war glaube ich da in der Kollision mit Peter Grau verwickelt. Der befindet sich noch weiter hinten, nämlich auf der 20. und letzten Position. Ja, weit abgeschlagen, hier sieht man ihn. Muss jetzt einiges am Boden gut machen, aber das wird wohl sicherlich noch ein paar Minuten dauern, bis er da wieder richtig ran ist. Und Butze und Sven Pazanka jetzt nebeneinander. Ja, Pazanka muss da erstmal zurückstecken wieder. Ist aber immerhin dran. Ja, die BMW ist hier ein bisschen schneller. Oh, und hinten gab es eine Kollision. Ich weiß es gar nicht, wer das war. Executioner, oh, Mike Erke kriegt hinten einen drauf, hier von Emma der Helge. Oh, Lothar ist ein bisschen weit rausgekommen. Weit rausgerutscht, ja, sehr weit.
Ah, Lothar wieder neben der Strecke. Haut sich fast weg. Hat man eben auch sehr Eko jetzt dahinter, Sven Pazanka, Butze, Max Saar, Sven 80, Jörg Vogel und Luke. Ja, leider puffert der Stream immer noch, also ist die Bitrate wahrscheinlich von dir immer noch so hoch. Kannst dich auch bei der Telekom bedanken oder bei wem auch immer. Ja, ich guck nachher mal. Die kompletten Rennen, wenn ihr die jetzt nur halb mitbekommt, gibt's natürlich gleich zum Download, dann sind sie auch komplett voller Länge. Also gleich mal schauen, bei uns auf der Homepage könnt ihr sie runterladen. Und vielleicht kriegen wir hier nach nochmal ein Real Life oder beide On Demand rein. So lange erstmal bis morgen laufen lassen. Mike Gerke jetzt hinter Executioner. Na, aber noch weiter weg. Dann kommt dazu nicht so mal eben vorbei. Guter One jetzt direkt hinter Andy. Guter One shared aus. Ist jetzt in. Und schön. Ja, ist da schön vorbei. Oh ne, kommt ein bisschen zu weit raus. Und Andy holt sich. Dann ja, zu weit raus, wieder. Ja. Schöner Konter hier. Ja, hatte natürlich profitiert jetzt hier. Oh, Andy kommt da weit raus. Meter Rasen. Ja, das Guter One hat ja auch profitiert von dem Unfall hier. Sven 80 und Andy. Weil Sven 80 natürlich vorhin bei dem Unfall so weit rauskam, als er da mit den zwei anderen gefahren ist, nämlich nach der Kollision mit Peter Grau. Jetzt sind sie beide direkt nebeneinander. Mike Gerke ist ein bisschen schneller auf dem Rand, kam ein bisschen besser aus der Kurve raus und geht an Executioner vorbei, dem auch noch einen kleinen Schubs gibt. Dadurch jetzt wieder beide nebeneinander. Ja, da ist jetzt Mike Gerke wieder hinter Executioner. Jetzt hier der leichte Linksknick auf die Gerade, die Zielgerade. Das Guter One kann sich ein bisschen von Andy absetzen. So, Shee ist direkt hinter Meuche. Ich glaube, das ist der Kampf um Platz 3. Degen und Sven Heine sind sich da auch nicht ganz einig. Aber im Hintergrund spannender Kampf um die 13., 14. Position. Max Saar, Mirko und Sven Pazanka. Kommen sich da ein bisschen in die Quere, wobei Max Saar sich da jetzt absetzen kann. Mirko und Sven Pazanka abwechselnd mal neben der Strecke oder auf der Strecke. Ja, da wird geschubst und gedrängelt, wo es geht. Ja. Kleines, guck mal, hier bin ich. Dahinter wartet Sven 80 auf der 16. Position. Na, auf den Fehler der beiden, um da ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Jörg Vogel nur auf der 17. Position, dann Butze, Luck und ja, Peter Grau fährt hinterher auf der 20. nach dem Startunfall. Ärgerlich, aber das passiert leider mal. Immerhin schön, dass er da nicht aufgibt. Und mitfährt, wir haben vorne ein spannendes Duell. Alexander Meuche, Sven Heine und Shee. Und Sven 80 wurden durch Mirko eben rausgekickt. Weil Mirko da zu weit rausgekommen ist und dann reingerutscht ist. Max Saar, Emma der Helge und Pacecar, die geben sich hier auch, so wie Lothar. Also jetzt gerade überall schöne Kämpfe hier. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal. Vorne ein wunderschöner Kampf um die erste Position. Sven Heine, der führt hier nämlich noch vor Alexander Meuche und Shee auf der 3. Ja, Shee kommt da immer näher. Kein Wunder, er fährt auch ein Zert.
ist zumindest auf diesem Kurs hier ein eindeutiger Vorteil gegenüber den BMWs. Guter One auf 5, Foxfire auf 4 dahinter. Degen auf der 6. Naja, ob das hier für Scooter One und Degen reicht, für einen Sieg, das mag ich mal hier anzweifeln. Ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Andy und Mike Gerke, beide im Seat, kommen da, glaube ich, auch so langsam ran, zumindest in Degen. Oh, und Sven Heine rausgerutscht. Ja. Ben Heine verliert damit die erste Position. Das war das Duell vorne um die Spitze. Alexander Meuche führt jetzt vor Shee. Und das ist ärgerlich. Sven Heine hat hier 7 Runden lang das Rennen angeführt und dann, tja, dann war's das. So, hoffen wir mal, dass Shee hier nicht die Blechstange rausholt und sich damit seine zweite Position ruiniert. Ja, und Foxfire, Scooter One und Degen kommen da auch langsam dran. Dahinter auch ein schöner Kampf. Andy, Mike Gerke, Max Saar, Sven Heine, der jetzt auf der 9. Position sich befindet, Pacecar, Lothar und Emma der Helge. Alle noch recht eng beieinander. Dahinter ein Zweierduell hier, Executioner gegen Jörg Vogel. Das ist der Kampf um die 13. Position. Dann Luke Butze, ja, und Sven 80, der wieder zurückgeworfen wurde auf die 17. Position, und Sven Pazanka. Oh, und Sven 80 wird Rico und Peter Grau. Oh ja, und da fliegen sie beide ab. Sven Pazanka und Sven 80. Heftiger Einschlag hier. Ja, da gibt's also da dürfte Sven 80 als bedient sein. Wo Pazanka wieder auf die Peter Grau fährt. Übernimmt die 19. So, yeah, Jörg Vogel und Executioner. Oh, da vorne wird's eng. Pacecar, Sven Heine, Lothar und Emma der Helge. Ich frag mich, wo Mike Gerke eigentlich geblieben ist. Hat er sich da schon absetzen können, oder? Ja, er kann sich ein bisschen absetzen. Ja, befindet sich jetzt auf der 8. Position. Also das ging ja wahnsinnig schnell. Ist er weit nach vorne gekommen. Sieht hier das Duell Max Saar gegen Andy. Kampf um die 6. Da ist Mike Gerke aber sehr weit rausgekommen. Aber sowas. Ja. Ja, hat sich total verschätzt. Jetzt muss er aufpassen. Noch quer. Wenn er auf die Strecke kommt, niemand dazu behindern. Und da vorne wird es auch nochmal richtig eng. Kampf um die 8. Position. Sven Heine gegen Pacecar. Ah, das klappt. Dann Lothar und Helge. Sie schenken sich hier nichts. Auch Execute. Und Jörg Vogel sind da noch dran, so wie Mike Gerke, hier ist jetzt auf der 14. Position zurückgefallen. Sind in Runde 8 und 5 Runden werden wir hier gleich noch sehen. So, Shee jetzt außen, will er an Meuche vorbei. Ah, reicht aber nicht. Die beiden sind, ich bin mal gespannt, ob die beiden sich hier im Duell... Ob die beiden sich im Duell so aufhalten, dass da jetzt gleich noch Foxfire, Scooter One und die anderen rankommen? Ja, momentan sieht es ja fast so aus. Degen da vielleicht auch noch mithalten kann, ich weiß es nicht. Also zurzeit ist er noch dran. 5. sieht Scooter One. Und theoretisch müsste Degen hier mal vor Scooter One punkten, denn Scooter One hat... den ersten Lauf gewonnen. Wäre wichtig, hier dann vor Scooter One zu kommen. Ansonsten hat Scooter One mehr Punkte eventuell an diesem Wochenende als Degen, und das wäre natürlich nicht gut, nachdem Degen hat Degen überhaupt schon gewonnen? Nein, Degen hat den ersten Lauf in Adelaide gewonnen. Ah,
Marmek sah auf der sechsten Position, kann da jetzt nicht mehr mitreden. Und Andy auf der sieben. Sven Heinl fährt da allein auf der acht. Dahinter wird es gleich nochmal spannend. Neun, Lothar und Pesca auf der zehn. Sowie Jörg Vogel, der hat sich wieder auf die elf vorgearbeitet. Also hier ist jeder mal irgendwo auf irgendeiner Position gewesen im Laufe des Rennens. Ja, aber das ist ja WTCC typisch. So, Angriff von Pacecar auf Lothar. Nein, klappt nicht. Gut. Aber dahinter wird es auf jeden Fall eine spannende Gruppe. Oh, und Lothar ab hier Lothar und Pacecar. Und Lothar wieder mit Leck. Ja. Das sieht doch fast so aus, als bin ich mal gespannt, ob er da gleich vor oder in Pacecar auftaucht. Nein, der taucht da vielleicht gleich irgendwo wieder auf. Ja, mal abwarten. Alle sind auf jeden Fall jetzt erstmal eine Position nach vorne. So wie ich das gesehen habe, weil Lothar auf der 9, also er ist doch vor Pacecar geblieben. Da taucht er wieder auf. Oh, wir gucken mal. Vorne. Vorne ja. Ist auf jeden Fall Degen an Scooter One dran. Und diese Dreiergruppe schließt auch gleich, beziehungsweise eventuell auch gleich noch eine Vierergruppe, schließt gleich auf die ersten zwei vorne auf. Und dann haben wir einen Sechskampf um die erste Position und noch drei Runden zu fahren. Also das, da bin ich jetzt mal gespannt. Scooter One Angriff auf Foxfire, der wehrt sich hier aber noch. Ja, Degen versucht da der Nutznießer draus zu sein. Und vorne gibt es die Berührung, Sven, nein Quatsch, Shee gegen Alexander Meuche. So rum. Aber Shee kommt da nicht vorbei, ja, und Degen ist vorbei an Scooter One und Max sah auch vorbei. Ja, jetzt kommt Foxfire weit raus und Degen, Max sah und Scooter One gehen da vorbei und Foxfire reiht sich hinten ran. Also der Vierkampf hier ist schon mal sehr spannend um die dritte Position. Aber wenn die beiden, also wenn die vier meine ich, auf die beiden vorne noch auflaufen, das würde dann ein packendes Duell werden. Wir gehen jetzt hier in die elfte Runde. Zwei Runden werden wir jetzt gleich noch sehen. Ja, der Abstand zwischen Degen und dem zweitplatzierten Shee, vielleicht eine halbe Sekunde noch. Also das ist nicht viel, eine halbe Sekunde bis Sekunde würde ich mal so schätzen. Sie sind definitiv Shee schneller. Kommt einfach nicht an Alexander Meuche ran oder vorbei. Die beiden halten sich da auf jeden Fall auf, also das, was ich schon befürchtet oder gesagt habe, ist eingetroffen. Oh, und da kriegt Alexander Meuche vorne ein von Shee drauf. Beziehungsweise hinten, aber es ist das Duell vorne. Ja, die beiden halten sich auf. Und deswegen kommen da jetzt auch Degen, Max Saar und Scooter von ran. Foxfire verliert da so ein bisschen den Anschluss an diese Gruppe. Ja, jetzt ist die Gruppe fast dran. Scooter One kommt ein bisschen weit raus. Man muss dazu sagen, einige davon natürlich mit Strafgewichten unterwegs. Auf jeden Fall Scooter One, Degen und Alexander Meuche sind hier auch mit Strafgewichten unterwegs. Maxa müsste relativ leicht sein, jetzt die Berührung hier mit Degen. Müsste relativ leicht sein, was die Strafgewichte angeht. So, hatte ja in Adelaide Runde. Auch nicht so ein gutes Wochenende. Letzte Runde fängt jetzt an. Ja, haben wir nicht noch eine? Dran. Runde 12? Oder haben wir sogar noch zwei Runden? Dann haben wir sogar noch zwei Runden. Ich vertue mich da immer. R-Factor und GTR2, das ist immer unterschiedlich. Aber ich glaube, hier sehen wir auch noch auf jeden Fall noch zwei Runden jetzt. Und das ist jetzt richtig spannend. Also Scooter One im Windschatten von Degen. Alexander Meuche führt und Shee versucht es außenrum. Das klappt nicht. Max Saar versucht es. Na, Max Saar war das war gar nicht Scooter One. Ja, das ist ein ständiges... Beide eine ähnliche Lackierung. Boah, und jetzt hier die Berührung Degen gegen Shee und Max Saar. Wo da hinten auch, ja, jetzt kriegt Degen nochmal von Max Saar hinten einen rauf. Der kommt jetzt in Slide um diese Kurve. Boah, das ist herrlicher Motorsport hier. Ja, Degen versucht hinten an Shee jetzt vorbeizugehen.
drückt ihn da ein bisschen weit raus. Und Alexander Meuche? Alexander Meuche kontrolliert das ganz cool. Ja, also jetzt ist er vorbei, nachdem Shea wirklich jetzt ins Gras gedrückt wurde. Ja, und wiederum Max, versucht jetzt Max Sada auch nochmal vorbeizugehen an. Ah. Ja, ein spannendes Finale hier. Also mit Sicherheit das spannendste Finale, was wir seit Brands Hatch gesehen haben. Oder auch seit, ich weiß gar nicht, wo war das damals, Silverstone. Jetzt geht's in die 13. und letzte Runde. Alexander Meuche führt hier noch vor Degen, der ist jetzt Zweiter. Shea auf der 3, Max Saar auf der 4 und Scooter Von kam gerade ein bisschen raus auf der 5. Position. Aber die Sachen sind hier noch nicht fest. So, Shea immer noch auf Platz 2. Ne, auf 3. Auf 1 setzt sich Meuche. Ja genau, Degen ist da vorbei. Ja, der profitiert natürlich davon, dass die hinter ihm jetzt sich alle bekriegen. Ja, jetzt sind die Abstände wieder ein bisschen größer. Ja, es gilt jetzt hier einfach keinen Fahrfehler mehr zu machen. Denn machst du den kleinsten Fahrfehler, dann ist der Hintermann sofort dran. Alle fahren extrem auf einem Level, extrem hoch auf einem Level hier. Und das sieht man auch. Also da ein kleiner Fahrfehler, der bedeutet hier quasi schon den Platzverlust. Und Shea macht jetzt hier diesen Fahrfehler, kommt raus. Und sofort ist Max daran. Ja, kann aber noch gut verteidigen. Hat jetzt aber Degen. Ja, weiß. Degen hat jetzt auch versucht, gegen Alexander Meuche da vorbeizukommen. So, jetzt sind wir im Karussell. Und hat dadurch Max Saar blockiert. Meuche noch auf 1, Degen auf 2. Oh, und Scooter Von kommt auch wieder ran, so langsam. Ah, oh, und da gibt's die Berührung. Und Scooter Von muss aufpassen, dass er nicht drauf fährt. Ja, Shea ist Degen aufgefahren und Alexander Meuche gewinnt ganz knapp hier vor Degen. Max Saar auf der 3. Auf der 4, Scooter Von ist vorbei noch. Foxfire schnappt sich die 5. Position und Shea fällt zurück auf die 6. Er nur als 6. ins Ziel. Ja, das ist natürlich für Shea. Ja, Björn, wie schaut's dahinter aus? Ja, auf Platz 7 sehe ich hier Andy, auf 8 Jörg Vogel, auf 9 Lothar, auf Platz 10 Mike Gerke, auf 11 Pacecar, auf 12 Executioner, auf 13 Helge, auf 14 Butze, auf 15 Sven 80 und auf 16 sehe ich hier Peter Grau. Auf 17 Pazanka, auf 18 Mirko. Ich glaube, das waren jetzt alle, die durchgefahren sind. Ja. Ja, war... Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Rennen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die zweiten Läufe, beziehungsweise die zweiten Rennen an einem Rennwochenende, die haben es immer in sich. So, jetzt auch hier, jetzt geht's hier in die Auslaufrunde. Und damit ist Alexander Meuche, was die Siege in dieser Saison angeht, führender. Er hat jetzt zweimal gewonnen. Er hat einmal in Adelaide den zweiten Lauf gewonnen und jetzt hier den zweiten Lauf in Andersdorf. Also zweite Läufe scheinen ihm zu liegen. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von der WTCC. Ja, wir müssen aber natürlich noch einen Programmhinweis geben. Also erstmal natürlich noch am Montag die WTCC zu Gast in Brands Hatch und das ist eine richtig schwierige Strecke. Also diese Brands Hatch Version, die gefällt mir persönlich absolut nicht. Ist verdammt schwer. Also da werden wir mit Sicherheit viele Ausrutscher sehen. Noch fordernder als Andersdorp. Und in Brünn am 22.02. sollte es dann schon wieder ein bisschen besser aussehen, ist eine BMW-Strecke. Ich bin mir nicht sicher, wie es im Brands Hatch aussieht, aber schauen wir mal. Ja, dann haben wir natürlich noch morgen unsere Live-Übertragung, das Gedenkrennen für Atze und die SGT-Meisterschaft der Racing Liga. Alles morgen Abend ab 20 Uhr circa, irgendwie so um den Dreh, müsst ihr mal schauen auf der Homepage und ab 21 Uhr auf Stream 2 Skullbox TV. Also nicht verpassen,
einfach mal auschecken, www.explosive.tv, beziehungsweise wenn ihr mehr zur WTCC-Meisterschaft wissen wollt, bullets-on-tweet.de. Wir verabschieden uns für heute Abend. Gleich gibt's das Ganze schon als Download und mal gucken, ob wir es hier noch on demand reinpacken, auch wenn es heute ein paar Probleme gab mit dem Stream. Die Datei, die aufgezeichnet wurde, sollte problemlos laufen und Björn kontrolliert am besten nochmal seine Internetleitung. Aber in diesem Sinne danke ich dir, Björn. Ja, keine Ursache. Und dich hören wir und sehen wir ja morgen auch wieder. Und meine Wenigkeit seht ihr dann morgen auch wieder. Ja, in diesem Sinne, schönen Samstagabend noch. 20.18 Uhr haben wir jetzt, also passt perfekt, um jetzt noch einen Film zu schauen. Also tschüss und bye-bye, sagen Tobias Heselmann und Björn Knauer.